Hallo Sportfreunde, wir haben den 15. Mai. Bisschen verspätet beginnen wir jetzt in der RV mit der IT-Reise. Heute ist Einsetzen zum ersten Preisflug. Ich werde dort meine Tauben, die ich für eine Weitstrecke vorgesehen habe, heute zu Trainingszwecken mitgeben und würde euch heute mal zeigen, wie weit die Entwicklung oder der Mauserstand bei den Jungtauben ist. Erste Brut und zweite Brut. Dann kurz dann einsetzen, so viel ist ja hier nicht zu sehen, weil bloß vier Paare im Schlag sitzen. Und dann werde ich euch mal zeigen, wie meine Sämereienmischung aussieht, wie ich das mische, was die Tauben am Tage zweimal durch einen kleinen Neffe zur Verfügung gestellt bekommen. So, als erstes habe ich hier schon in der Hand die Jungtauben. Das sind die Jungtauben der Winterzucht. Hier in diesem Fall ein Sohn des El Bingo. Wie ihr seht, hat er hervorragend durchgemausert, am Hals, im Flügel, alles fertig, also Deckgefieder, so wie man sich das vorstellt. Er trainiert so circa eine Stunde am Tag, besser kann es eigentlich nicht sein. So sollten Jungtauben auch aussehen. Und wenn wir uns jetzt den Flügel angucken von der Taube, dann stellen wir fest, dass er noch komplett ist, dass er keine Schwinge gemausert hat. Und das ist ja eigentlich auch Sinn und Zweck der Sache, was man mit dem Verdunkeln erreichen will, dass man einen vollen Flügelstand behält. In diesem Falle ist das so gut gelaufen. Jetzt zeige ich euch noch ein Weibchen. Ein Weibchen. Circa 14 Tage später. Sie kommt aus dem 154. Eine sehr schöne Täubin. Auch sie ist bereits von der Körpermauser, also der Mauser des Kleingefieders, fertig. Und hat ebenfalls einen vollen Flügel. Hat also, wie gesagt, ebenfalls nicht gemausert. Ja, Sportsfreunde, so ist der Stand der Winterjungen. Da kann sich das jeder so mal vorstellen. Ist eine sehr ruhige Täubin mit einer super Harmonie. So wie ich hier versuche, die Tauben zu züchten. Auch der Rücken eigentlich perfekt. So, die Tauben werden nächste Woche auf die ersten 10, 15 Kilometer gebracht. Und dann beginnt für sie Training und Vorbereitung für die Reise. Das muss man mit den Winterjungen auch möglichst früh machen, damit sie sich schnell erstmal den Korb gewöhnen und wenn sie eben jung sind, da lernen sie, habe ich das Gefühl, noch ein bisschen schneller. So, das hierzu. So, Einsetzen der Tauben. Also meine zukünftigen Reisetauben für die Weitstrecke befinden sich noch auf dem Nest. Nehmen wir mal hier die Blauscheck-Täuben. So, sie hat in diesem Jahr eine Winterbrut gehabt und jetzt hatte sie die zweite Brut angepaart im März. Die Jungen sind auch bereits groß und sie wird auch die nächsten 3, 4 Wochen auf Nest bleiben, um sie dann vorzubereiten für den ersten Weitstreckenflug. So, wenn wir uns aber den Flügel der Taube angucken, stellen wir fest, auch sie hat noch keine Schwinge geworfen und somit gute Voraussetzung, dass sie auch sehr gut durch die Saison kommen kann. So, die Taube wird jetzt eingesetzt und nach die anderen dann auch. Ich werde heute 5 Tauben mitgeben, eine muss noch legen und dann schauen wir mal, wie sie morgen zurückkommen. Jetzt werde ich euch zeigen, wie die Sämereienmischung bei mir aussieht. So, meine Sämereienmischung setzt sich zusammen aus 4 Komponenten. Da haben wir als erstes Hanf, so, das kommt hier rein. Gefüttert werden übrigens die Tauben momentan alle in der Zelle mit so einem Napf, mit einem Löffel. Die zweite Komponente, die reinkommt, ist Rennfutter.
alles beim Futtermittelhändler zu erwerben. Also das ist alles dort vorhanden. Und das dritte, das werden die meisten nicht so kennen, ist ein Dexodat. Das ist ein Futtermittel, wo alle Mineralien, Spurenelemente oder was eine Taube braucht, auch vorhanden sind. In diesem Dings, es ist eine Diätgeschichte und man hält die Tauben damit recht gut gesund. Sie werden rundum versorgt mit dem, was sie benötigen und sie werden dann nicht bei dick, sondern das kann man gut mit einsetzen und in diesem Falle wird es bei mir mit eingesetzt in der Demereinmischung. Das wird alles gut durchgemischt und dann kommt noch genau so eine Dose geschälte Sonnenblumen dazu. Die habe ich leider nicht mehr hier, aber die würden dann dazukommen und das ist die Mischung, die die Tauben dann zweimal am Tag nach der Fütterung nochmal erhalten. Und zwar ein so ein Löffel. Ja, Sportfreunde, das ist eigentlich das, was ich euch hier heute noch erzählen wollte. Ich wünsche allen, ihr werdet alle Vortouren haben oder auch schon den ersten Preisflug. Gut Flug fürs Wochenende. Spaß mit den Tauben, dass sie möglichst alle wieder zurückkommen. Und ich hoffe, dass ich das Video in einigermaßen Qualität hier wegkriege. Und tschüss.